Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man mit der Elite von Kunst und Kultur als Politiker zusammentrifft, ist man gut beraten, sich nach einem Leitsatz von Martin Luther zu richten. Der da lautet: Tritt fest auf, mach's Maul auf und hör bald auf. Deshalb nur drei Bemerkungen von mir. Ich sage ein herzliches bayerisches Grüß Gott an Sie alle, hier beim schönsten Filmfestival in ganz Deutschland. Nachdem wir Bayern ein nicht nur friedliches, sondern auch bescheidenes Volk sind, füge ich hinzu, wahrscheinlich von ganz Europa. Große Geschichten, starke Bilder, Perlen des Kinos aus der ganzen Welt. München ist ein Leitstern für den Filmhimmel. Zweitens, liebe Frau Illien, an Sie und an Ihr Team einen großen Dank. Sie zeigen etwa 160 Filme aus über 50 Ländern und veranstalten etwa 100 Termine rund ums Kino. Und deshalb, liebe Frau Illien, machen Sie München zum Mekka des Films. Und dahinter stehen viel Anstrengungen. Und ich darf Ihnen als bayerischer Ministerpräsident dafür meine Anerkennung, meinen Respekt ausdrücken und sagen Sie Ihrem Team auch Dankeschön. Das tut uns gut. Und das dritte und letzte, nachdem ich Martin Luther achten will, richtet sich an Sie alle, an die Elite der Filmschaffenden. Sie liefern für uns, sie produzieren für uns Bürger anspruchsvolle, spannende Unterhaltung. Und anspruchsvolle und spannende Unterhaltung ist für die Menschen im Allgemeinen eine Nahrung für die Seele. Es ist was Schönes, das unser Leben reicher macht, das im Grunde für unser Leben einen Segen ausmacht. Und dafür will ich Ihnen danken. Und deshalb, weil es Sie gibt, dürfen wir uns Bayern als Kulturstaat nennen. Das ist ja auch wichtig. Rechtsstaat, Sozialstaat, aber Bayern ist auch ein Kulturstaat. Und dazu tragen Sie ganz wesentlich bei. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche uns jetzt, ich glaube, ich schaue zum ersten Mal seit, ja jedenfalls seitdem ich Ministerpräsident bin dieses Landes, bin ich zum ersten Mal wieder in einem Kino. Und deshalb freue ich mich jetzt auf entspannte Stunden mit Ihnen. Wenn Sie Parteivorsitzender meiner Partei wären, dann würden Sie den Begriff entspannt verstehen. Alles Gute.